Links, rechts? Weil der dann ist das Elektrozeug wieder da. Ja, erst dahin, wo der Weg länger ist, oder? Nicht? Ich bin Dirty Dog. Schieß ruhig, wenn du dich traust. Und jetzt Raketenwerfer. Geht nicht, die Geiseln. Alter, was ist das? Die Geiseln darfst du nicht treffen. Ach, Vorsicht! Ich... Aktion! Hier ist Jennifer. Dirty Duck hat die Karte 8. Mein Bruder ist unter den Gefangenen. Bitte töte sie nicht. Ach. Wenn mein Bruder etwas passiert, dann werde ich dir nicht mehr helfen. Das? Wir können die Geiseln nicht... Dann ja. Wahrscheinlich die. Ja, und zwar immer, wenn er zwischen denen ist. Genau. Oder so sein. Das war nicht schwer. Das war gut, Olli! Jetzt das hast du gut gemacht! Ja, hast du gut gemacht! Jetzt rette die Geiseln. Hallo? Danke, Mann. Ich bin gerettet. Ich schubse dich in die Grube. Danke für deine Hilfe. Ich bin Jennifers Bruder. Wenn du fliehst, dann klettere die Leiter auf der linken Seite. Das war etwas? Nein, das war nur wegen meiner orangen Skills so leicht. Also hat er so leicht ausgesehen. Natürlich. Was sonst? Wäre jetzt, wenn du gerade ausgehst? Wenn du da jetzt lang gehst? Da gehe ich jetzt nicht lang, da ist doch wieder der Weg da raus zum anderen. Logischerweise. Wir haben jetzt bestimmt irgendein Objekt verpasst, jetzt kriegen wir keins mehr. Hat er 8 nicht? Hä? Oh. Wenn der unten andere Fassung verpasst. Im General bestimmt. Hier spricht der Anführer des Widerstands. Schneider. Ich weiß, wer der Boss von Outer Heaven ist. Nein, unmöglich. Der Boss von Outer Heaven ist... Oh nein! Der wurde bestimmt... So, geh nochmal. Ja, ja. Wenn sie... Wir haben jetzt Karte 8. Dann können wir doch jetzt wieder zu dem anderen Gebäude. Na, Gebäude 3. Wieder durch die Wüste und dann runter in der 100. Etage. Da waren noch die zwei Türen. Da kamen wir nicht rein. In Gaskeller. Du bist schon so ein Gaskeller. Ne, ich weiß nicht, welche unterste... War es nicht der Gaskeller? 100. runter Etage. Ach, da. Ja, ist durch. Ja doch. Ja, nix, ja doch. So, und da gehen wir noch hin. Wir stellen uns in den Fahrstuhl. Und dann geht vielleicht die nächste Episode nur 10 Minuten, aber das ist egal. Nee, ist es nicht egal, aber dann ist es. Geht bestimmt nicht nur 10 Minuten. Du weißt doch gar nicht, was noch alles kommt. Ja, was soll Metal noch Gear und wahrscheinlich noch ein Boss, Endboss. Was will er? Schutz was? Ja, ja, das ist schon. Was ist das? Fingers. Ich weiß es auch nicht mehr. Hm. Wollen wir hier aufhören?
Naja, habe ich ja gesagt. Und hier machen wir jetzt Pause. Okay, also die Episode ging jetzt mal wohl doch kürzer. Nicht. Die letzte. Wenn wir zwei die nächste, also das vielleicht dann letzte spielen, hänge ich dann hier dran. Dann machen wir es so. Dann. Aber nur wenn es so kurz. Kommt jetzt ein kleiner Flash und dann sieht man so. Nur wenn es so kurz ist, weil wenn es so lang ist, können wir eine Episode. Dann machen wir eine Episode draus, dann ist das ja auch alleine für sich Episode 8 und nicht die letzte und dann ist Folge 9 die letzte. Aber ihr seht, wenn ich sage jetzt ein Flash und dann sind wir da, oder ihr seht, wenn ich sage jetzt ein Auf Wiedersehen. Richtig. Jetzt. Altbekannt. So, mal schnell schauen. Ein Gegenstand fehlt noch. Irgendwas. Oder fehlt nichts mehr, weil wir es nicht finden. Ja. Und ich hoffe, wir haben wirklich jetzt alles. Sonst haben wir ein Problem. Sonst. Letztes Mal ist es ja an Raketen gescheitert, ne? Ja, ja, ja. Also, schlecht. Ja, und? Haben, doch wir schon, an Raketen. Haben wir das jetzt schon gemacht? Nee. Wir haben alles gemacht. Nee, ich meine das mit den Raketen jetzt schon. Wo wir die Raketen brauchten, weil wir nochmal zurück mussten. Ja, da kam ja dann der Coward Duck. Nein. Von dem haben wir Karte 8 bekommen. Und mit Karte 8 können wir ja jetzt hier im 100. Untergeschoss die Türen öffnen. Hier war aber keine. Das war ein Laser, ne? Ach stimmt, das war ein Laser, richtig. Big Boss sagt nur noch Mission abbrechen. Mhm. Das war scheiße. So, da rechts geht's ja lang. Und da ich. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Lass mal kurz mal abschließen, die Kamera wirklich. Ich brauche die Karte. Ah, du Arschloch. Warum in den Karton genau? Hm. Oh, noch einer. Yeah. Danke, dass du mir geholfen hast. Der Boss von Outer Heaven ist der Kommandant von Foxhound. Big Boss! Oh mein Gott! Er steckt hinter der ganzen Sache. Lass dich nicht von ihm an der Nase herumführen. Nee. Ey, ein bisschen kannst du ja mal mitmachen. Ja, okay, wow. Sagt er immer noch, muss schon abbrechen. Hier ist Cinefor. Achso, nee, das hatten wir schon. Der andere Seite. Oh, schlecht. Schlecht. Ah, ah. Oh, noch ein. Warte. Hier spricht Big Boss, tolles Snake, brechen Sie die Mission ab. Kommen Sie sofort zurück. Das ist ein Befehl, schalten Sie... Ja. Das wussten. Nein, komm jetzt hier weg. Mit dem Strom ihrer PlayStation 0 aus. Tja, so hat's angefangen. Da wusste noch kein Schwein, warum und wieso. Und wir wissen fast alles. Aber noch nicht alles. Wow. Wie philosophisch. Naja, Phantom Pain fehlt noch, ne? Ja, eigentlich wissen wir so viel über Big Boss böse Seite auch noch nicht. Das ist absolut richtig. Eigentlich noch gar nicht. Nur, dass er böse wird. Ja. Gut. Es geht jetzt bestimmt los. Das mach ich erstmal. Es ging schon los vor 5 Minuten. Nehme ich meine Schutzweste auf jeden Fall und. Ein Schadmaker. Die. Ah! Krass. Entscheidet auch nicht. Mann! Haben wir noch Rationen? Ja, ja. Ration? Ja, wir haben alles voll. Super. Volle Kanne voll. Schon auch 8, ne? Ist da ein bisschen Boxen? Wir haben nicht voll, wir haben nur 9. Wenn kein Gas kommt, kannst du es auch absetzen. Ne? Musst du sogar, davon musst du dich durchspringen. Ja, oh, ja, ja, ja. Okay. Ah, ja, ja, ja. Gasmaske habe ich noch. Musst du dich doch durchboxen. Ne, da oben durchspringen. Ich glaube ehrlich. Nee, es geht noch. Es ist aber trotzdem. Diese Löcher. Überall diese Löcher. So, jetzt nehme ich gleich mal eine. Nee, noch nicht. Noch nicht. Nicht die 8. Nicht die 7. Nicht die 5. Bestimmt 9 Karten. Nicht die 6. Nicht die 3. Nicht die 4. Nicht die 2. Oh, die 1. Oh nein, du Gas.
Gas. Böses Gas. Vorsicht, Löcher. Ja, ja. Ich. Gut. Hallo. Ich will jetzt hier noch alles. Ja, aber, ne? Schön vorsichtig. Sie ist viel zu offensichtlich. Minendetektor. Minendetektor! Wie soll man denn das machen? Fuck you, ja, ich wollte spielen! Man muss schnell dann. Ganz schnell wechseln. Aber das Gute ist, wir haben jetzt wieder volle Gesundheit, wissen, was auf uns zukommt und können loslegen. Ja, aber. Du kennst mein Talent. Diese Musik wird hoffentlich nicht in Metal Gear 2 kommen. Da vielleicht doch. Naja, sie sollten das Soundsetting schon ein bisschen verbessern. Das heißt, wenigstens verändern. Ja. Ich muss da rein. Nö, ja, musst nicht, aber mach's. Ja, ja. Karton. Sonst wirst du gelasert. Karton. Karte? Na, 8. Okay, bla bla bla, danke, und Big Boss ist... Ja. Oh mein Gott! Nicht schon wieder! Immer noch. Nicht immer noch. Karton? Ja, jetzt kannst du ja durch. Marschieren mit Karton. Ja, mach. Also, kommst ja schnell genug vorbei. Karton Boss. Die 8 und Gasmaske. Jawohl, Chef. Nee, du musst das öffnen. Ja. Amazing! Boah, ich hab's rausgefunden. Du bist ja clever. Ja. Alter. Nee, halt! Gasmaske, was machst du? Und? Ich hab einfach klassisch Menschen. Jawohl! Links. So. Die 1 war's? Ja. Nochmal. Unten. Unten links. Was? Nee. Nee, macht er. Na, okay, guck erstmal genau. Aber. Das war jetzt komisch. Na! Nee, ich hab nicht verstanden, warum du das so gemacht hast. Nee, du brauchst keine Ration. Mach erstmal Gasmaske. Ja, das war keine Gasmaske. Das war die Gasmaske. Jetzt stell dich mal rechts. Rechts an die Wand. So, jetzt. Gut. Jetzt nimmst du eine Ration. Und dann setzt du nochmal den Minendetektor ein. Los! Okay. Oh, das war sehr gut. Das war sehr gut. Muss ich mal sagen. Ich würde sagen. Ja, passt schon. 8, ne? Keine Ahnung, vielleicht auch 1. Ich sag, wenn Gesundheit kritisch wird. Gasmas? Sehr gut. Okay. Naja. Okay. Für alle, die nicht lesen können, Ende. Na, dann nimm erstmal eine Ration, wa? Ja, das ist doch dumm, weil. Ja, ist einfach doof, weil. Ja, na, sicher, wenn man nicht genug mit Ration hat, mit Silber zurückgemusst ist. Ja, so ist das Spiel damals gewesen. Soll ich, Karton, genau. Und los geht's. Immer schön die kürzeste Strecke nehmen. Ich sag jetzt, oder ich sage, ich mach, wenn Rationen vonnöten ist. Oder ich mach irgendein Geräusch. Ich bin leise. Ich gehe einfach an den Kisten lang, ne? Also geradeaus, rechts, geradeaus und dann. Metal Gear, nimm eine Ration.
Und wähl schon mal Plastik-Sprengstoff aus. Und die Schutzweste am besten. Soll ich nicht erstmal die Gegner töten? Weil... Sind da Gegner gewesen? Warum Gegner? Okay. Leute, es ist soweit. Das sind keine Gegner, das waren nur Laser. Da kannst du... Ach, guck mal. Rechts, rechts. Warte mal, ich will ja auch erstmal die Info. Das ist mein Endgegner. Lass dich sprechen. Rechts, rechts. Sind das die Beine dieses... Kannst du... Nee, du kannst aus dem Karton keine Plastik-Sprengstoff machen, ne? Unten dran oder an der Seite? Ja, bestimmt da unten. Sehr gut. Nochmal rechts. Links. Sehr gut. Rechts. Links, links. Rechts. Links, links. Rechts, rechts. Links. Warum mach ich's nicht so, so wäre ich nicht getroffen. Rechts. Links. Rechts, rechts. Nee, stopp. Und? Rechts. Und ja, und jetzt war der letzte, ist das. Hier steht rechts, schräg, schräg, links. Gott sei Dank. Notfall! Notfall! Die Selbstzerstörungssequenz für Outer Heaven wurde gestartet! Alles Personal muss sofort evakuiert werden! Ausrufezeichen! Schnell da rein, rein, links! Nimm eine Ration! Oh! Alter, ruhig, ich muss und, nervös! Nimm eine gute Waffe, schon mal. Man, da kommt, ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Waffe. Und Rinder mit dir. Solid Snake, ich habe dich erwartet. Ich bin der Oberkommandierende der Foxhound-Einheit. Und der Anführer der Festung von Outer Heaven, Big Boss. Okay. Wieso, Dings, ne, von Mario. Ja, bisschen. Soll ich die bei der Waffe bleiben? Ich gebe dir einem Anfänger diese Mission, weil ich gedacht hatte, damit den Rest der Welt täuschen zu können. Aber du warst zu gut. Du bist zu weit gegangen. Solid Snake, ich werde nicht alleine untergehen. Ich werde dich mitnehmen. Mach dich bereit zu sterben. Du musst auf jeden Fall aus dem Karton raus. Schon klar. Und in eine Schutzweste. Genau. Und dann schieß, was das Zeug hält. Einfach schießen, ich mach wieder Geräusche. Du hast nur wenig Sekunden. Ja, schon. Das ist ein Vorteil. Verdammt! Treff ihn nicht. Das ist echt scheiße. What are you doing? Nein, ich treff ihn nicht! Ja, du schießt doch gar nicht! No. Na, wenn ich. Alter! Nein, er ist zu schnell, siehst du doch selber! Alter, also, weißt du, mach's besser. Ist ja echt scheiße jetzt. Das sieht nur lustig aus. Nee, ist doch kacke, echt. Ey, ich könnte mich aufregen. Ja, du hast getroffen. Nee. Doch. Ein Schuss hat getroffen. Ja, ist ja Feigling. Nimm mal eine Ration. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Guck mal, was du für andere Waffen hast. Mine? Nee, das. Aber Minen sind auch gut. Aber Minen sind wirklich gut, weil der läuft ja immer da so durch. Was ich jetzt mache? Keine Ahnung. Aber nicht reinlaufen. Ich kann es nicht durch. Eine Karte aus. Jetzt da eine Mine noch? Jawohl. Und jetzt nehme ich mal. Okay. Dann stelle ich aber so geschützt ein bisschen, nicht mitten in der Mitte. Hm.
Wie gesagt, du stehst voll blöd da, ne? Du bist nicht geschützt. Jetzt bist du geschützt. Du musst getroffen. Scheiße. Okay, ich lege nochmal. Ja, das denke ich. Und dann hinter dem her. Raketenwerfer? Das hier, ne? Ja. Du hast noch 133 Sekunden. Erstmal brauche ich Minen. Ja. Ja, eine hast du ja auslösen lassen. Genau. Mhm. Am besten so nach links laufen dann, wo der steht. Und dann du. Muss ich damit genau zielen? Genau treffen? Ja, ne? Ja. Ja, sehr gut. Komm her, Augenklappe. Sehr gut. Und schieß, schieß. Er ist weg! Ist alles richtig. Jawohl, auch noch gut. Lauf! So müssen wir treffen. Oh Gott, das wäre jetzt echt bitter. Scheiße. Das ist schon nicht. Sei nicht so pessimistisch, lass nur eine Minute. Da ist es schon. Das wäre echt doof. Andere Soundfall. Und es ist einfach nur dieselbe Melodie, einfach nur ein schnell abgerattert. Mhm. 100 Stockwerke, ne? Ja! Nee, das ist es schon. Oh, eine Zwischensequenz! War das? Ja! Hier spricht Solid Snake. Metal Gear wurde zerstört. Operation Eindringen N313 war ein voller Erfolg. Keine große Sache. Job erledigt, das ist alles. Keine große Sache. Voll cool. Ich komme jetzt zurück. Ende. Der hat Big Boss voll verarscht, ne? Hier ist Radio K&K. Wir haben eine eilige Sondermeldung. Heute vor dem Sonnenaufgang wurde in der Umgebung von Galzburg, Südafrika, ein großes Erdbeben registriert. Presenting the staff of Metal Gear. Original staff. Ew. Main program. Hiroyuki Fukui. Subprogram. Oh, bitte nicht. Tomonori Otsuka. Koji Toyohara. Okay, also wir lassen das hier mal so ablaufen und ihr seht uns ja hier neben dem ganzen Dreck. Geschehen da. So. Bam, ich hab's durchgezogen. Sehr gut. So. Die Endgegner sind immer so. Eine. Na, Boss. Die Endgegner, die Spiele. Schon gut. Egal. Ich verstehe es, glaube ich, dann irgendwann. Ja, gut. Okay. Tatsächlich hat das Spiel noch ein letztes Geheimnis offenbart zum Schluss. Wenn wir nicht für Big Boss gearbeitet haben, für wen dann? Natürlich haben wir für Big Boss gearbeitet. Nein. Doch, wir haben für Big Boss gearbeitet. Ja, da haben wir gerade zum Schluss gesagt. Ja, wir haben für Big Boss gearbeitet, aber... Und der hat uns verarscht. So einfach ist es. Und an wen hat er jetzt so gut berichtet? Solid Snake? Na, an die anderen Mitglieder von Fox. Gut. Also wurden die auch nie verarscht. Richtig. Bam. Naja, unwahrscheinlich an Jennifer, an... alle. Die anderen Namen habe ich auch vergessen. Sehr gut. Man kann das ja mal zugeben. Das war das erste von zwei 8-Bit-Spielen. Mit einer amazing Komplettlösung. Naja. R-R-L-R-L-L-R-L-L-R-L-L-R-R-R. Und! Ja. Nee, das habe ich schon gesagt. Ah, ja. Weg damit! So. Das nächste kann kommen! Called Metal Gear 2!
Solid Snake. Richtig! Wow! Ja, da geht's dann noch mehr um uns als ohnehin schon. Also um uns. Nee. Nee. Aber jetzt kurz zu dem Teil. Es war storymäßig, auch wenn es nicht so mega aufschlussreich war, es war was. Halt! Oder kommt was? Kannst du mich hören? Solid Snake, ich bin nicht tot. Eines Tages werde ich mich an dir rächen! What? Eines Tages werden wir uns wieder treffen! What? Schwierigkeitsstufe Originalspielzeit 5,5 Stunden, gespeichert 17 Mal, fortgesetzt 48 Mal. Alarmmodus 150 Mal, getötet 73 Mal. Rationen haben wir 94 aufgebraucht, Spezialeffekt haben wir nie verwendet. Codename Deer. 370 Mal sind wir gestorben. Was? Oder haben wir 370 Leute getötet? Das ist eher wahrscheinlicher, ja. Alter, okay. Storymäßig, wie gesagt, nicht mega aufschlussreich. Kann man von so einem Spiel auch nicht erwarten. Aber den üblichen Cliffhanger zum Schluss, das kennen wir ja schon von Metal Gear, beziehungsweise da zum ersten Mal. Ja. Wir müssen ja mal ein bisschen umdenken. Und ja, es war halt ein altes Spiel. Aber es gibt nicht viel zu sagen. Es war wenigstens das, muss ich dem zugutehalten, vom Schwierigkeitsgrad immerhin anspruchsvoll. Nicht popel einfach. Man musste suchen. Ja. Man hat nicht so viel Tipps bekommen. Das stimmt schon. Das seht ihr jetzt nicht, aber wir haben gerade ein neues, Level oder so freigeschaltet. Das heißt Boss Survival. Wir gucken jetzt auch nicht rein, weil das Kapitel Metal Gear ist jetzt wirklich hier beendet. Wir gehen dann weiter zu Metal Gear 2. Ja, gehen weiter zu Metal Gear 2. Ja. Und wenn ich auch jetzt hier nicht rauskomme. Das ist ja auch egal. Ja, schreibt, es euch gefallen hat. War jetzt auch kein so mega langes Let's Play, aber länger als Ground Zeroes. Absolut. Von Ground Zeroes hätte ich mehr gemacht. Na gut. Schmoll. Dann sehen wir uns mit dem nächsten und auch dem letzten 8-Bit-Teil. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Wir sagen dazu jetzt noch nichts. Ich auch nicht. Es wird schön. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns. Und ihr könnt gerne reinschreiben, ob wir uns schlecht geschlagen haben oder eher weniger schlecht. Oder ganz gut. Dear. Sozusagen. Wir sehen uns. Bis gleich, bis bald, bis irgendwann mal. Bis gleich. Wir kommen dann mal kurz vorbei und schauen mal an euch vorbei. Und an euch vorbei. An euch vorbei. Play at Home verabschiedet sich mit Metal Gear. Metal Gear. Sagt tschüss. Metal Gear.